Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Resident Evil 3, dem Remake, liebe Freunde. Mein Name ist Melek, falls ihr da draußen natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Freunde, ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Ihr wisst ja auch warum, weil ich den zweiten Teil schon davor gespielt habe. Ich habe auch den vierten Teil gespielt, ich habe auch Resident Evil HD Zero gespielt, also einfach abchecken. Einfach auf meinem Kanal, einfach mal ein bisschen durchstöbern durch die Playlist, da sind auch noch ganz viele andere Videos. Voll krass und ganz ehrlich, diese Story ist geisteskrank, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist quasi der Nachfolger von Resident Evil 2 und was auch dazu kommt und das wissen viele, viele, viele nicht, dass die Story, es geht jetzt um die Story, quasi sich vor der Story von Resident Evil 2 abgespielt habt. Also generell, worum es da geht und so. Und da bin ich jetzt extrem gespannt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Story. Ich hoffe, euch wird dieses Projekt genauso gefallen wie mir. Ich kann gar nicht lange darauf warten. Das Game ist letztes Jahr erschienen. Und ja, diese ganzen Remix-Teile von denen sind einfach geisteskrank. Und ja, ich habe mich natürlich einmal ganz kurz eingeloggt, um zu sehen, ob das Game irgendwie abstürzt. Und ich will gar nicht zu lange reden. Let's go in die Story. Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Was zum Teufel? Das ist so geil, dieses Spiel. Ich schwör's euch, Resident Evil ist geisteskrank. Geisteskrank. Ich dachte einfach nur, dass das irgendein Zombie-Spiel ist oder so. Und ich meine das wirklich so. Ich dachte einfach nur, ach ja, irgendwelche Zombies killen und so weiter, aber die Story ist geisteskrank deep. Die ist deep. Die ist deep. Glaubt das mal. Das ist so krass, das ist wie ein Film. Und hier muss ich auch natürlich persönlich mich an Christian bedanken. Ein toller, toller, toller Weggefährte von mir. Ein Freund in Real Life, der aber auch hier fleißig, fleißig die ein oder anderen Videos mitverfolgt. Vielen, vielen Dank. Okay, let's go. Übrigens ist das derjenige, der mir auch das Game empfohlen hat. Also, der hat mir echt gesagt, ich soll es probieren. Und das sieht echt krass aus hier. Geisteskrank. Wir spielen das Game natürlich auf Max Out. Raytracing auf der RTX 3080 Ti. Die 4000er Serie, ja, wäre wohl hier zu überdimensioniert. Wahrscheinlich auch die 3080er Ti, um ehrlich zu sein, aber ja, das dazu. Was können wir hier gucken? Ich frag mich, ob das Game auf Ego-Perspektive sein wird, ehrlich gesagt. Können wir raus? Ah ne, können wir zumachen. Ich weiß tatsächlich von diesem Spiel nichts. Also, das heißt,
Das ist hier absolut blind. Es ist jetzt hier überhaupt nichts, ja, mir bekannt oder so. Aber Fakt ist, dass das Game schon mal richtig geil aussieht. Also wenn der Anfang schon so ist, dann kann es nur gut werden. Hallöchen. Boah, sieht das krass gut aus. Alter Schwede. Krass. Richtig geil. Was für Details, ehrlich. Let's go. Eine Pistole? Oh. Bitte lass es nur ein Albtraum sein. Selbstmord? Was zur Hölle? Nee, das war ein Schlaf oder was? Kleines Nickerchen. Wird jede Nacht schlimmer. Ja, beginnt schon mal sehr gut. Noch 3 Tage. Kann mich diese Stadt mal. Ich glaube, sie ist. Also, soweit ich das verstanden habe, jetzt gerade muss ich auch sagen, liebe Freunde, während dieser Aufnahme regnet es im Hintergrund. Ihr seht das nicht so, aber. Nur so zu eurer Info. Was ist da draußen los? Ja, das frage ich mich auch. Machen wir mal Licht an. Ist das hier? Digga, regnet es wirklich? Yo, bei mir draußen regnet es. Im Spiel regnet es auch. Noch mehr creepy geht's nicht. Jills Bericht. Für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Boah, da steht auch nochmal was zu den ganzen Zombies und so. Notiz zur Ermittlung an Umbrella Corporation Co. Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Das Game sieht so krank aus. Raccoon City. Junge, Junge, es regnet einfach draußen, ohne Scheiß. Ja, auch hier, wie gesagt, drückt da einfach Stopp, wenn euch das interessiert. Oh, Pizza! Ja, auch hier einfach Stopp drücken. Digga, hier habe ich richtig Bock eigentlich drauf, wenn ich ehrlich sein soll. Krass. Okay, wollen wir mal raus, würde ich sagen. Ich finde es mega geil, dass das halt so... ich will durch. Warte mal. Das war kein Traum. Das Wasser läuft weiter. Lol. Das Wasser lief weiter. Es regnet so krank draußen gerade. September 20.07 Uhr, Raccoon City. Holy moly. Wartet mal, Freunde, ich will hier mal alles angucken. Ja, ich... Okay, ich komm schon. Boah, hier sind schon geile Sachen drin. Ich hab Hunger. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Wir kommen ja... Ein Moment. Das sieht schon mal richtig gut aus, muss ich sagen. Sieht geisteskrank aus. So, hallo, wer ist da? Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Digga, das ist doch nicht dein Ernst.
Kannst vergessen. Renn um dein Leben, Digga. Was ist das denn? LOL! Oh mein Gott! Weg! Weg, weg! Der hat einfach eine Wand kaputt gemacht. Kannst du vergessen. Weg hier. Ich geh einfach unten lang. Unmöglich. Junge, ist das krass. Oh mein Gott. Renn um dein Leben. Alter. Hier unten, hier unten, hier unten. Geh runter. Junge, das ist so krass, ne? Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Das gibt's doch nicht. LOL. Renn. Das Game sieht so krass geil aus. Aus der Stadt fliehen. Was ist hier passiert? Überlegt mal. Hier drüben. Red. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Boah, Junge. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Boah, Junge, das sieht so krass geil aus, ne? What the fuck? Hey, warte! Hier unten! Oh, verdammt nochmal! Hinterher. Träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? LOL. Das war's wohl. Erklärt das die Story? Die Vorgeschichte von Resident Evil 2? Was? Die Tür hinten los! Alter, in den Kopf rein. Der Typ wurde der Typ wurde gebissen. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Digga, renn einfach. Oh mein Gott. Ha, sie hat eine Pistole. Sorry. Oh oh, hallo. Lol, da sind mehrere. Renn einfach. Ich will gar nicht meine Munition verschwenden. Oh oh. Wo ist rein? Wo lang? Hier unten lang, komm. Oh, Alter, hier ist es richtig voll. Gut? Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Das
ist ein Helikopter, der sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Ist der dumm? Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Lol, der ist so dumm. Digga, bist du doof? Komm raus. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Digga. Würden Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst du einem der Freaks Handschellen anlegen? Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Okay. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Jetzt lass mich in Ruhe. Ganz ehrlich, scheiß auf den. Weg. Oh oh. Springt der rüber? Nein. Zum Dach des Parkhauses irgendwie kommen. Oh Gott, Mann, das ist so krass. Nein. Lol. Lol, 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 lol. Das ist so krank. Level 1, oder? Ich soll zu Level... Oh nein! Nein! Scheiße, Mann, ich wurde gebissen. Wurde doch gebissen. Rein, 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 rein! Hinterher. Los. Dahin, wo auch immer. Oh mein Gott. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Ohne Scheiß. Really? Oh nein, nicht der schon wieder. Und sag mich, wir können dieses Auto fahren jetzt. Oh mein Gott. Fing an, verdammt. Oh mein Gott. Jetzt bin ich dran, Arsch. Alter, das hat ja gar nichts gebracht. Nein, 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 nein. Das ist so ein super starker, den kannst du komplett vergessen. Das wird nichts. Egal wie der verbrennt, der Typ. Oh mein Gott, egal wie ich mich bewege, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Hey, Arschloch! Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Der Typ ist niemals tot. Niemals ist er tot. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon.
Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Digga, das ist so geil, ne? Wie kann man ein Game so geil programmieren? Ich verstehe das nicht. Was sind das für Genies, die von Capcom? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Das Game ist so geil, ne? Ey, sagt was ihr wollt. Das ist so geil, dieses Spiel. Sorry, aber... Ey, ich bin positiv überrascht. Das ist noch krasser als der zweite Teil. Als der Remake, also zumindest der Beginn und so. So, also, dass man so direkt in die Schlacht so... in die Story mehr oder weniger so eingeworfen wird. Ist krass. Wirklich. Alle Achtung. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße, da findest du Vorräte. Ist gut. Krass. Okay, wir sollen wohl nach oben. Scheiße, Captain. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Ich werd's überleben. Krass, der hat einfach die Spray drauf. Das sieht so krass aus, ne? Krass. Okay, Freunde, das war, glaube ich, jetzt schon ziemlich lange, was wir hier gesehen haben. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall hier, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Dieses Game ist geisteskrank. Sagt, was ihr wollt. Geisteskrank, Einstieg perfekt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Bin mal gespannt, was noch so alles auf uns kommen wird. Heftig, heftig, heftig. Haut rein, Abo und Like natürlich nicht vergessen. Ciao, ciao, ciao.